Der letzte Spieltag der Vorrunde. Elversberg zu Gast bei den Stuttgarter Kickers. Saarland gegen Schwaben, Teil 1. Und der erste FC Saarbrücken nach dem Duell mit den Amateuren des VfB Stuttgart. Saarland gegen Schwaben, Teil 2. Die SVE und der FCS nach dem letzten Spieltag der Vorrunde. Jetzt. Ja, wie dieses schwäbisch-saarländische Duell dann ausgeht, das wissen Sie in 30 Minuten. Ich begrüße Sie herzlich zur Arena am Samstag. Und wir haben uns auch zwei Gäste eingeladen, mit denen wir über diese Vorrunde und die Spiele von gestern und heute reden wollen. Ich begrüße vom 1. FC Saarbrücken ganz herzlich Manuel Hornig und auf der anderen Seite direkt neben ihm Fabian Bröcker von der Sportvereinigung Elversberg. Ja, wir beginnen mit dem Spiel des 1. FC Saarbrücken. Didier Philippe hat ja seit einigen Wochen das Kommando übernommen, nachdem man Michael Henke mit den Aufgaben nur des Sportdirektors betraut hatte. Er hat eine Richtung angezeigt, in die die Mannschaft sich entwickeln sollte, aber bis gestern war eigentlich nichts passiert. Auch Mustafa Hatschi ist zwar ein super Fußballer, aber er hat die Mannschaft noch nicht so pushen können, dass es wirklich auf den Weg nach oben geht. Auch wenn man immer wieder vom stärksten Sturm der Regionalliga spricht, mit Jonathan Jaguer und mit Mahir Sak. Gestern aber hat es dann endlich funktioniert. Und das gegen eine der Top-Mannschaften der Regionalliga, gegen den VfB Stuttgart. Der Rückblick von Karl-Heinz Roland. Kollektiver Jubel der Fans und der Mannschaft, das hat es bei den Blau-Schwarzen lange nicht gegeben. 3:2 gegen den Tabellendritten der Liga und dies mit richtig gutem Fußball. 7 Punkte in 3 Spielen unter Didier Philippe. Da hatte auch der Trainer gut lachen. Ja, nach so einem Spiel geht es immer. Ne? Also, wir haben 3 Punkte genommen, aber ich glaube auch, dass wir gutes Fußball gespielt haben. Erleichterung gestern Abend im Park auch bei Mustafa Hatschi. Einen Tag nach seinem 35. Geburtstag hat ihm die Mannschaft ein richtig schönes Geschenk gemacht. Ja, das war ein schönes Geschenk. Und wir haben aber auch einen guten Job gemacht. Wir haben gut Fußball gespielt und wenn das so weitergeht, kann es in Zukunft nur aufwärts gehen. Zu den Siegern zählten auch Abolo Samp mit der Nummer 2 und Maja Saklik mit der 22. Saklik steuerte 2 Tore bei. Also richtig froh, dass wir heute gewonnen haben und dass wir auch für die Fans ein schönes Spiel heute gezeigt haben, wirklich mit vielen Szenen, denke ich, und wir sind einfach nur froh. Für eine Überraschung sorgte gestern Didier Philippe, der Trainer, mit der Anfangsformation. Mit der Nummer 2, Abolo Samp, ein junger Senegalese. Bisher war er nur in der Oberligamannschaft zu sehen, kam zu Saisonbeginn aus Metz. Der hat nie einen Verein gehabt bis jetzt. Ne? Der war nie in einem Verein. Der war letztes Jahr in Metz in der Schule, im Internat in Metz. Und da habe ich ja auch gute Kontakte mit diesen Leuten. Und da war er nicht spielberechtigt am Anfang von der Saison für die zweite Mannschaft. Und dann hat er nur angefangen Mitte September. Aber da merkt man direkt, dass er Potenzial hat. Der ist schnell, der kann 90 Minuten laufen, der ist technisch gut, der spielt mit rechts, mit links. Also das kann eine Überraschung werden. Eine Überraschung gab es dann für Saarbrücken nach 18 Minuten. Foul von Mansour Assamani an Adam Schalay. Schiedsrichter Roland Greth zeigte auf den Elfmeterpunkt. Peter Perchtold im Duell mit Peter Eich. Der Stuttgarter blieb Sieger. 0:1 aus der Sicht des 1. FC Saarbrücken. Aus anderer Perspektive noch einmal der Strafstoß. Peter Perchtold, einer der herausragenden Spieler beim Tabellendritten des VfB Stuttgart. 4 Minuten danach. Saarbrücken nicht geschockt. Spielte gut und aggressiv nach vorne. Mahir Saklik, klare Sache, Foul von David Pissot. Freistoß für den 1. FCS. Skepsis bei Rainer Adrian, dem Trainer des VfB. Saklik oder Hatschi? Hatschi. Klasse gemacht. Über die Mauer hinweg, das 1:1, das zweite Saisontor von Mustafa Hatschi. Der Ausgleich 4 Minuten nach der Führung der Stuttgarter. Hier noch einmal ins Torwart-Eck, Hatschi mit seinem Treffer. Ich bin glücklich, nicht nur wegen des Tores, sondern wegen der 3 Punkte. Und das ist gut für die Moral, eigentlich perfekt für uns.
Perfekt, dass auch dann 60 Sekunden später bereits das 2:1 fiel. Vorarbeit von Sam und das Tor durch Maja Saklek. Die Nummer 22 muss man sich merken, auch in Sachen Torjäger der Regionalliga. Abgestaubt durch Maja Saklek, sein 9. Tor in dieser Saison. Der 3. Treffer innerhalb von 5 Minuten. Der Jubel des 1. FC Saarbrücken noch nicht ganz verklungen. Freistoß für den VfB Stuttgart. Distanz 30 Meter oder ein bisschen mehr. Julian Schuster direkt ins Eck oben. Peter Eich kam da nicht mehr dran. 2:2 innerhalb von 7 Minuten 4 Tore. Der Park der offenen Tür. Hier noch einmal genau gezirkelt, Eich ohne Chance. 2:2, alles wieder offen. Schlussminute der ersten Halbzeit. Palé auf Jonathan Jäger. Und wer denn sonst? Maja Saklek mit dem 3:2 für den ersten FCS. Im Stile eines Torjägers. 10. Saisontreffer für Maja Saklek. Auch aus dieser Perspektive wird noch einmal deutlich, dass er am schnellsten reagierte von allen. Vorher habe ich immer nur eins gemacht und einen 100%igen mal versiebt. Heute habe ich Gott sei Dank mal 2 reingemacht. Und ich denke mal, im Endeffekt zählt nur, dass wir die 3 Punkte geholt haben und dass wir geschlossen mannschaftlich aufgetreten sind. Und gut Fußball gespielt haben. Und weil es so schön war und weil es der Siegtreffer war, hier noch einmal aus anderer Perspektive. Bereits nach 45 Minuten stand also der Sieg des 1. FCS fest. Fußball geht das so schnell, man muss jetzt positiv bleiben. Was die Mannschaft gemacht hat heute, war super. Muss man auch, aber wir können noch besser sein. Da muss man aber weiter richtig arbeiten, kämpfen und arbeiten. Was eigentlich nur fehlte, war das entscheidende 4. Tor. Möglichkeiten in Halbzeit 2 gab es genug. Vorarbeit von Jonathan Jäger, Abolo Samp mit seiner Chance zum 1. Tor für den 1. FC Saarbrücken. Insgesamt eine starke Vorstellung, auch vom Chef und Regisseur Mustafa Hadji. Spielgestalter und torgefährlich. Mit dieser Leistung konnte Mustafa Hadji gestern stolz sein. Super Leistung, Respekt. Also das, was er für uns leistet und was er uns auch mental für uns hilft innerhalb der Mannschaft. Und wir sind froh, dass wir den haben. Der ist so professionell, der hat so viel Erfahrung. Das ist ein Traum für mich. Also Mustafa Hadji ist ein Traum für einen Trainer. Applaus an und für alle nach der starken Vorstellung. Vielleicht das beste Spiel des 1. FC Saarbrücken in dieser Saison. Und nach dieser guten Leistung kann man wohl auch als Pfälzer Manuel Hornig den Saar-Club in der Arena am Samstag gut vertreten. Ja, denn er hat in Hauenstein vorher gespielt, aber jetzt seit einiger Zeit beim 1. FC Saarbrücken. Vielen Dank für den Besuch heute. Ja, was war es denn gestern für ein Gefühl, endlich mal wieder gewonnen zu haben? Ja, es war ein absolut tolles Gefühl. Die Fans haben uns super unterstützt. Es war einfach ein gigantischer Abend. Ich denke auch für die Zuschauer, sehr spannungsvolles Spiel, immer abwechslungsreich. Klar, als Spieler hätte man es vielleicht gerne ein bisschen souveräner gehabt. Aber ich denke, für die Zuschauer und allem, ja, im Großen und Ganzen war es wirklich doch ein tolles Spiel. Ihr habt ja eine Phase von sieglosen Spielen hinter euch, die relativ lange war. Und vor allem insgesamt hat man ja ganz andere Ambitionen gehabt. Wie geht man dann auf den Platz bei so einer Partie, wo man weiß, da kommt eigentlich eine der besseren Mannschaften der Liga? Wir müssen immer von Spiel zu Spiel schauen. Das ist wichtig. Wir haben jetzt keine großen Ziele mehr. Wir haben den Aufstieg erstmal abgehakt und wollen das Spiel von Spiel zu Spiel schauen. Und nächstes Etappenziel sollte der 3. Platz sein, der auch 6 Punkte Abstand haben wir jetzt auf die Stuttgarter Amateure. Für uns war es wichtig, gestern zu gewinnen. Das haben wir gemacht. Sind wir ein bisschen auf Tuchfühlung nach oben. Und wie gesagt, wir haben jetzt noch 3 Spiele, davon 2 zu Hause. Zu Hause sind wir eigentlich eine Macht. Und wir können 9 Punkte holen, müssen sie holen. Und dann schauen wir mal nach dem Winter, wie es weitergeht. Ja, so eine kleine Serie würde, glaube ich, sicherlich sehr gut tun, gerade für die Winterpause. Man überlegt ja jetzt, auch sicherlich Sie zu Hause mal im kleinen Kreis reden, auch vielleicht mal mit anderen Leuten. Woran hing es, dass das in dieser Vorrunde doch das Projekt ein bisschen daneben gegangen ist?
Ist ganz schwer zu sagen. Eigentlich, ich habe mir auch schon oft Gedanken darüber gemacht, an was gelegen hat, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es wirklich nicht sagen, an was es liegt. Das ist ganz komisch, es war wie verhext. Also haben auch immer Pech gehabt, dann noch geführt, ein Tor bekommen, oft unentschieden gespielt. Das nötige Quäntchen Glück hat gefehlt und gestern war es da und ich hoffe, dass es jetzt auch so bleibt. Es heißt ja immer wieder, es gibt eine Grüppchenbildung in der Mannschaft. Es gibt die französische Fraktion, es gibt die deutsche Fraktion. Wie funktioniert die Kommunikation zwischen den deutschen und französischen Spielern? Also die Stimmung der Mannschaft ist eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Also es ist natürlich ist es schwierig, wenn ein Teil Französisch spricht, der andere spricht Deutsch. Aber auf dem Platz müssen wir halt eine Sprache sprechen. Aber ich würde von Grüppchenbildung, ja, würde ich eigentlich nicht sprechen. Also es ist logisch, wenn man, dass man sich halt mit den Leuten unterhält, die man auch am besten versteht, logischerweise. Aber ja, direkt von Grüppchenbildung kann man nicht sprechen. Also wir machen unser Späßchen in der Kabine und von daher passt es schon alles. Was hat sich mit Monsieur Philippe geändert? Ich würde sagen, es ist ein bisschen mehr Spaß reingekommen in die ganze Sache. Wir arbeiten gezielt und auch hart und konzentriert, aber er bringt sie mir irgendwie fertig, auch ein bisschen Spaß reinzubringen ins Trainingsprogramm, ein bisschen Abwechslung und ja, wie gesagt, also ist auf jeden Fall positiv. So wird vielleicht der Druck auch ein bisschen weggenommen von der Mannschaft. Also hier der Überblick, Reutlingen gegen Karlsruhe. 3:1, 60 München, Hessen-Kassel 3:0, Saarbrücken, Stuttgart 3:2, Siegen-Kaiserslautern 2:1, Pirmasens gegen Aalen 0:2, Stuttgart gegen Elversberg 2:0, Wehen gegen Hoffenheim 2:1, das haben wir gesehen, Darmstadt gegen Bayern München 2:2 und dann schauen wir uns mal noch an die Tore aus der Partie Pfullendorf gegen Ingolstadt. Da sehen wir das 1:0 durch Michael Wenzel. In der 5. Minute das 1:0 für die Gäste aus Ingolstadt. 4 Minuten später. Hier nochmal Wiederholung. 4 Minuten später dann Marcel Rapp. Allein auf den Torwart zu, er behält die Nerven und macht das 1:1. So, das waren schon mal zwei Tore und hier haben wir jetzt die Tabelle. Die gucken wir uns mal an. Endstand also 2:2 in dieser Partie, das sei nochmal nachgetragen. Wehen und Hoffenheim, 3 Punkte Abstand vorneweg. Dahinter dann die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart, die gestern hier verloren hat. Also das Schwaben-Duo jetzt da wieder zusammen auf den Plätzen 3 und 4 vor den Bayern. Reutlingen, Siegen, Ingolstadt und Aalen folgen. Schauen wir nach unten. Und da sehen wir jetzt die Platzierungen der beiden Saarclubs nach der Vorrunde. 12. der 1. FC Saarbrücken. Mit 22 Zählern, 14. Elversberg mit 19 Punkten. Ja, schauen wir noch nach unten, Pfullendorf, Darmstadt, der FK Pirmasens, der so froh war nach dem grandiosen Pokalerfolg gegen Werder Bremen auf dem vorletzten Platz und damit natürlich auf einem Abstiegsplatz. Dahinter noch die Lauterer. Tja, Manuel Hornig, wir haben gerade über die Top-Mannschaften gesprochen, Wehen und Hoffenheim. Sehen Sie noch einen anderen, der da angreifen könnte? Moment eigentlich nicht. Ich muss auch sagen, von allen Mannschaften gibt es für mich eigentlich nur eine Übermannschaft, das ist die TSG Hoffenheim. Also wen, ich weiß auch nicht. Gut, die Ergebnisse geben ihnen recht oder der Erfolg. Man sieht auch die Tabelle, aber wenn ich das von dem Spiel bei uns sehe, waren wir doch eigentlich stärker und für mich keine Übermannschaft. Und von daher denke ich, also die TSG Hoffenheim wird es auf jeden Fall machen. Und ja, momentan halt wen die besten Karten auf jeden Fall. Wenn man ihm zuhört, dann haben Sie am Samstag oder am nächsten Wochenende nicht die schwerste Aufgabe, denn Wehen ist der nächste Gegner der Elversberger. Aber die Vorrundenergebnis sah nicht so gut aus. Ne? Ja gut, also es wird auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe, aber wenn wir defensiv kompakt stehen und vor allen Dingen die Wehen da operieren viel mit langen Bällen, wenn wir das verhindern können, da ins Hintertreffen zu geraten und dann werden wir vorne auch unsere Chancen bekommen und die werden wir dann noch nutzen. Hoffenheim ist ja am Anfang ein bisschen belächelt worden, weil die Erfolge nicht so kamen. Haben die einfach eine Zeit lang gebraucht, sich einzuspielen? Ja, ich denke, war ja auch eine völlig neue Mannschaft, alles zusammengewürfelt. Ich denke schon, dass man auch die Zeit braucht, bis sich das alles einspielt. Und ja, also ich denke, da braucht man schon ein bisschen Zeit auf jeden Fall. Also kann man sich einen Erfolg doch kaufen, das, was Hoffenheim so ein bisschen vorgeworfen wird? Vielleicht schon, ja. Ja, ich weiß nicht. Nee, also nur von guten Spielern, das reicht natürlich nicht. Also muss auch hart dran arbeiten, trotzdem einen Erfolg. Ich denke, mit dem Trainer Ralf Rangnick haben sie ja auch wirklich einen richtig guten. Und also nur gute Spieler, das reicht nicht aus, denke ich. Ingolstadt war Ihr erster Gegner in der laufenden Saison. Es gab damals in Ingolstadt ein glattes 3:0. Denken Sie sicher gerne daran zurück. Wie wollen Sie die Mannschaft nächste Woche knacken?
Also im Hinspiel, da war ich noch verletzt. Von daher habe ich die Mannschaft oder noch nicht gesehen in der Saison. Weiß auch noch nicht ganz genau, was uns erwartet. Wir müssen auf jeden Fall schauen, wie ich vorhin schon erwähnt habe, zu Hause sind wir eine Macht und probieren wieder zu Null zu spielen, wie in Kaiserslautern und zuvor gegen den KSC. Und vorne die Dinger reinmachen und ich denke, bin recht zuversichtlich, dass wir da zu Hause gewinnen. Und vielleicht kommen dann auch wieder ein paar Zuschauer mehr als gestern, ne? Ich hoffe doch sehr. Ich muss sagen, es treibt auch die Spieler, es treibt mich an. Es gibt noch ein mehr Selbstvertrauen und mir wünschenswert auf jeden Fall.